Ja, wir sind der Meinung, dass jede politische und gesellschaftliche Diskussion auf Fakten und Daten basieren soll. Und deswegen haben wir auch ein Mikrosimulationsmodell geschrieben, das auf solchen Daten und Fakten basiert und die Öffentlichkeit informieren soll. Ja, jeder Reformvorschlag hat Gewinner und Verlierer und wir sind auf der Suche nach diesen Gewinnern und Verlierern. Jede Reform hat unterschiedliche Komponenten und die betreffen einfach nicht jeden Österreicher, jede Österreicherin im selben Ausmaß. Und deswegen ist es für die Politik besonders interessant und wichtig zu wissen, wie werden die einzelnen Personengruppen von den unterschiedlichen Reformvorschlägen betroffen. Ja, unsere Namen sind Matthias Moser und Stefan Hummer. Wir sind beide von der Wirtschaftsuniversität Wien, vom Forschungsinstitut Economics of Inequality und wurden heute für unser Mikrosimulationsmodell Taxim ausgezeichnet.